die Seele lächeln lassen. Mit den Gedanken können wir reisen. Überall hin. Denn es gibt keine Grenzen. Tagträumen ist nicht nur erholsam für die Seele, sondern auch wirkungsvoll. Und je lebhafter man tagträumt, am besten mit geschlossenen Augen, desto stärker ist die Wirkung. Lebhaft vorstellen bedeutet, es mit seinen Sinnen wahrzunehmen, so wie wenn es gerade passiert. Und je öfter man es wiederholt, desto anhaltender ist die Wirkung. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie man die Seele zum Lächeln bringt. Mach dir keine Gedanken darüber. Lass dich einfach von mir führen und genieße es. Frieden. Was löst dieses Wort in dir aus, wenn du dich in das Wort hineinfühlst? Üben wir es noch einmal. Frieden. Fühle dich in das Wort hinein. Und alle guten Dinge sind drei. Frieden. Fühle den Frieden, der immer mehr und mehr aufkommt in dir, weil du dich jetzt nur noch auf meine Worte und meine Stimme konzentrierst. Frieden. Frieden. Gelassenheit. Was löst dieses Wort in dir aus, wenn du dich in das Wort hineinfühlst? Gelassenheit. Gelassenheit. Üben wir es noch einmal. Gelassenheit. Fühle dich in das Wort hinein. Gelassenheit. Noch einmal. Gelassenheit. Und fühle, wie immer mehr und mehr Gelassenheit in dir aufkommt, weil du bestimmte Dinge nicht mehr so wichtig nimmst. Gelassenheit. Auf Reisen in ein bestimmtes Land lernte ich eine alte weise Frau kennen. Und ich erinnere mich fast täglich an das, was er mal zu mir sagte. Auch wenn nicht immer alles so läuft, wie man es will, soll man sich besinnen und darüber dankbar sein, was man doch alles hat. Und das Wertvollste, was man haben kann, ist die Liebe. Besinne dich jetzt einmal auf das Wort Liebe und was es Schönes in dir auslöst, wenn du dich hineinfühlst. Liebe. Üben wir es noch einmal. Liebe. Fühle dich in das Wort hinein. Liebe. Liebe. Und alle guten Dinge sind drei. Liebe. Fühle, wie immer mehr und mehr Liebe in dir aufkommt, weil du weißt, dass du geliebt wirst. Und wie wäre es jetzt, wenn du mit dir selbst beginnst
Denn wer soll dich zuerst lieben, wenn nicht du selbst? Und auch dein Engel liebt dich. Engel, was löst dieses Wort in dir aus, wenn du dich in das Wort hineinfühlst? Dein Engel, vielleicht ein Kind, vielleicht eine Person, die du kennst, oder jemand, den du noch nicht kennst, oder eine positive Energie, die man sich vorstellt, ganz kindlich, wie man sich eben Engel vorstellt. Engel und Liebe, die immer mehr und mehr aufkommt, wenn du dich auf das Positive konzentrierst. Du erinnerst dich an die weise alte Frau, die ich auf Reisen kennenlernen durfte. Sie gab mir sehr viele Weisheiten mit. Und so sagte sie einmal zu mir, wie wichtig es ist, Negatives von sich fernzuhalten. Negative Nachrichten, die man überwiegend hört, machen die Menschen verrückt, ängstlich. Negatives zieht Negatives an. Das ist ein universelles Gesetz. Ist es nicht schöner, sich nur auf Positives zu konzentrieren und sich nicht beeinflussen zu lassen? Denn jeder Gedanke erzeugt Wirkung. Positiv. Was löst dieses Wort in dir aus, wenn du dich in das Wort hineinfühlst? Üben wir es noch einmal. Positiv. Fühle dich in das Wort hinein. Positiv. Noch einmal. Positiv. Sieh jetzt deine Zukunft positiv. Sehe es so, wie wenn es gerade so ist. Und fühle das schöne Gefühl, das dabei in dir aufkommt. Positiv. Lächeln. Was löst es in dir aus? Lächeln. Lächeln. Erinnere dich. Lächeln die Mundwinkel, weil du lächelst. Vielleicht jetzt in diesem Moment oder etwas später. Lass doch deine Seele lächeln, weil du den Frieden in dir ausbreiten lässt, weil du gelassen bist, dich beschützt und getragen fühlst, positiv denkst und fühlst. Einfach treiben lassen. Treiben lassen. Ruhe in dir. Ruhe. Du, meine Worte und die Stimme. Nur du, meine Worte und die Stimme. Meine Worte und die Stimme. Einfach treiben lassen. Und meine Worte werden zu deinen Gedanken, die sich zu Bildern formen und Wirklichkeit werden, weil du es verstehst, so
wie es dein Unbewusstes versteht. Raum und Zeit ist nun für diesen Moment völlig unwichtig. Ja, Raum und Zeit ist nun für diesen Moment völlig unwichtig. Du ruhst in dir. Du lässt dich einfach treiben. Der Körper, ganz anders als sonst, treiben lassen. Fühle, genieße. Die Freiheit deiner Gedanken. Du kannst reisen überall hin. Deine Seele, du kannst sie besuchen, fühlen, hineinfühlen, wahrnehmen, dich. Schön, das bist du. Du bist einzigartig, etwas ganz Besonderes. Du bist du. Positiv, vertraut, warm und schön. Schöne Gefühle. Welche? Lächeln. An etwas Schönes denken. Vielleicht an was Lustiges. Farben. Schöne Farben. Deine Seele schmücken, dekorieren mit schönen, positiven Dingen. Etwas pflanzen, Gefühle, sehr schöne Gefühle. Und eine Leichtigkeit breitet sich aus. Ganz in deinem Innersten, in deiner Seele. Unbeschwertheit, denn du weißt, alles wird gut. Und so weißt du auch, du bist etwas ganz Besonderes. Du bist einzigartig. Du hast Aufgaben zu lernen, Erfahrungen zu machen. Und du weißt, alles wird gut, weil du positiv denkst, weil auch diese Meditation eine Erfahrung ist, ein Lernen. Sage nun deiner Seele, dass du sie lieb hast. Liebe. Liebe breitet sich aus. Selbstliebe. Weil es wichtig ist und richtig. Sehnsüchte erfüllen. Manchmal ist es nicht leicht, sich seine Sehnsüchte zu erfüllen. Und manchmal geschieht es auch nicht sofort. Aber es geschieht, wenn man nur fest daran glaubt und etwas dafür tut. Beharrlich. Deine
dein Leben genießen. Mit all deinen Sinnen, weil es gut so ist und richtig. Deine Seele hegen und pflegen wie eine wertvolle Pflanze, die mit jedem schönen Gefühl, das du ihr gibst, immer mehr und mehr der Sonne entgegenwächst. All meine Worte und Gedanken verankern sich. In deinem Unterbewusstsein hat sich alles eingeprägt und alles wird von dort aus eine positive Wirkung zeigen. Geben und nehmen, so wie Nehmen und Geben, ein universelles Gesetz. Höre dir am besten diese Meditation täglich an, damit sich die Wirkung verstärken kann und festigen. Mein Name ist Herbert Stöberl und ich wünsche mir, dass du auf dich schaust und deine Seele hegst und pflegst. Und wenn du einmal Hilfe benötigst, bin ich gern für dich da. Über ein Feedback, eine positive Bewertung, Daumen hoch, abonnieren und weitersagen. Und so weiter freue ich mich natürlich, denn damit unterstützt du meine Arbeit. Lasse nun diese Meditation ausklingen, indem du immer tiefer ein- und ausatmest, deine Füße bewegst, deine Hände, dich reckst und streckst. Somit löst du dich aus dieser Trance, hast dir Zeit dabei, denn auch dein Körper braucht etwas Zeit. Dein Unterbewusstsein tritt nun wieder in den Hintergrund, alles wird von dort aus wirken und bewusst wirst du es natürlich fleißig unterstützen.